Hi ihr Lieben, mein Name ist Marion Schauden von Flowers bei Schauden. Und dies ist wirklich nochmal eine Trubel-Wubel-Woche bei uns im Laden. Deswegen gab es Mittwoch leider kein Video. Aber ich dachte, ich nehme euch nochmal einmal mit, um zu zeigen, wie ich zu Hause dekoriere. Also der Monat Dezember steht nur um unser Zuhause. Ich habe eine ganz, ganz tolle Do-it-yourself-Idee für einen Indoor- oder Outdoor-Bereich. Und ich möchte gerne Weihnachtsbäumchen selber basteln, aber gerne etwas andere Weihnachtsbäumchen. Und ich würde sagen, ich zeige euch erstmal, was ich Schönes mitgebracht habe. Und dann zaubern wir wieder was Schönes. Asparagus, Nobilis, unterschiedliche Zypressensorten wie Arizona-Zypresse, unterschiedliche Sorten an Kiefer wie Bärenkiefer und Seidenkiefer, unterschiedliche Moossorten wie Plattenmoos, Flechtenmoos, eventuell Kerzenpiker, ein Heiter und Zapfen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon nach hinten geschwenkt habt und ihr seht, was wir für Cooles vorbereitet haben. Wir hatten ja solche Lichtbäumchen, die habe ich vorne beim Eingang. Das möchte ich gerne hinten bei der Terrasse wiederholen. Und wir haben einfach aus diesen Holzlatten, die wir noch rumliegen hatten, so eine Art Baum geformt. Jetzt nichts Spektakuläres, weil es ist nur die Basic. Man könnte das auch aus Ästen formen, falls ihr diese Bretter nicht habt. Ich wollte es aber etwas voluminöser haben. So, ich hoffe, ich habe den Zungenbrecher überstanden. Ja, erstmal möchte ich das mit Moos umdecken und ich möchte euch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, weil letzte Woche hatten wir ja unser Livestream am Sonntag und ich muss ehrlich sagen, es hat so wahnsinnig viel Spaß gemacht und die Zeit, die ist geflogen. Also ich kann euch das gar nicht erklären, wie krass das auch für mich war, weil ich war am Gange mit meinem Adventskranz, habe euch ja noch ein paar andere Werkstücke gezeigt. Meine Mutter war am Gange mit ihrem Adventskranz und ich weiß nicht, also ich muss echt sagen, ich war überrascht, wie schnell die Zeit verflogen ist, auch wenn wir eine Stunde online waren. Und ich habe ganz tolle Bilder bekommen und wie gesagt, mein Dankeschön ist wirklich bei euch, weil das ist nur möglich, weil ihr mitmacht so zahlreich und dann schockt das einfach auch. Der Quittenschnaps war auch herrlich, wir haben danach noch ein Bierchen getrunken, also ein wunderschöner, erfolgreicher Sonntag auf jeden Fall. Ja, jetzt mache ich mich hier am Werk, also wie gesagt, die Basic bei mir ist jetzt Moos, ich umwickel das ein bisschen, damit ich da nicht so ganz dick Tannengrün umwickeln muss. Und ich muss es ja beidseitig umwickeln. Das ist jetzt auch nicht schlimm, wenn das so ein bisschen Moosstücke sind, die nicht so schön sind. Wie gesagt, das zählt nur als Basic. Und in den Körben, die ich da stehen habe, wo ich jetzt zum Beispiel dieses Bäumchen rausgeholt habe, da sind Blumenzwiebeln eingepflanzt. Ihr wisst ja, ich bin großer Freund von Blumenzwiebeln in Körbenpflanzen. Und hier ist es auf jeden Fall momentan wieder recht mild, auch wenn es recht kühl ist, aber was heißt kühl? Eher so Nasskalt. Aber Blumenzwiebeln kann man auch wunderbar ziehen oder ziehen, einpflanzen auf jeden Fall. In der Erde und auch in Kübeln. Nur ich finde, das sieht immer so ein bisschen langweilig aus. Und deswegen habe ich das ja schon einmal mit so einer Bärenklaue da hinten eindekoriert. Und ich dachte, diese Lichtbäumchen auf Terrasse sind auf jeden Fall auch eine ganz coole Idee. Also die Idee ist es, um diese hier mit Moos zu umwickeln und nachher einfach so ein bisschen wild, frei in der Schnauze, hier und da etwas Tannengrün dazu. Das lege ich dann einfach drauf, gar nicht so ganz buschig, sondern ganz leicht. Und dann werde ich da eine Lichterkette einarbeiten. Und das ist halt die Basic. Da sind jetzt Tulpenzwiebeln drin, Polstermoos abgedeckt und dann die Zapfen falsch rum rein. Und dann kann ich das dann nachher so reinpieken. Und meine Empfehlung ist dann natürlich schon, im Januar das Moos zu entfernen, wenn die langsam durchkommen. Also im Januar, Februar. Und dann seht ihr mit den Lichthäuschen, dass ich so ein Stillleben habe. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt mal einmal am Werk. Und ich freue mich tierisch, hier heute zu stehen. Und dass wir wieder ein Schrittchen weiterkommen mit unserer Weihnachtsdeko zu Hause. Und schreibt gerne in den Kommentaren, wie weit ihr seid mit eurer Deko. Wahrscheinlich seid ihr schon etwas weiter, weil innen drin habe ich noch gar nicht so viel dekoriert. Und ich finde das mit den Lichtbäumchen, die ich jetzt mache, allerdings auch
auch eine ganz tolle Idee für den Indoor-Bereich. Dann vielleicht etwas feiner gebunden vor einer Fensterbank. Kann ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen. Aber ich dachte, ich mache mich erstmal am Werk draußen und dann schauen wir weiter. Also ich werde jetzt erstmal eine Runde tüdeln und dann sehen wir uns gleich wieder. Begeisterung, also das Werk ist vollbracht und ich bin richtig, richtig happy, wie das Endresultat ist. Ihr wisst ja, manchmal habe ich einfach nur was im Kopf und möchte das dann umsetzen. Und dass wir jetzt so eine schöne Terrassendekoration haben, freut mich natürlich. Es ist wirklich einfach umzusetzen, aber man braucht ein bisschen Zeit. 2, 3 Tipps, die ich euch gerne geben möchte. Ihr müsst hier unten anfangen zu binden, damit ihr immer die Äste übereinander setzen könnt und damit die Äste nach unten scheinen. Das hatte ich am Anfang erst falsch gemacht. Hier oben habe ich ein bisschen Flechtenmoos, dann diesen schönen Stern, eine tolle LED-Kette eingebunden auf Strom. Man kann natürlich auch Batterie machen. Und dann haben wir dieses Asparagus, einfach um die Sache noch etwas lockerer zu machen, in den Topf reingesteckt. Hier ist die Variante nochmal in klein. Und ja, ich finde es richtig schön, erst recht mit den unterschiedlichen Grünsorten. Ihr seht das, also Kiefer bietet sich wirklich super dafür an, um nochmal diese Form des Tannenbaums herzugeben. Hier habe ich jetzt nochmal Wacholder mit diesen Zapfen. Ich könnte da natürlich auch nochmal einen Stern draufsetzen. Und dann mit diesem coolen Häuschen dazu wirkt es ein bisschen landschaftlich. Und ich bin am Überlegen, ob wir das im Topf lassen oder sogar in unserer langen Rostwanne machen. Aber Leute, heute ist der erste Advent und ja, deswegen möchte ich gerne eine Kerze anmachen, möchte mich bedanken für diese wahnsinnig tolle Voradventszeit. Ich hoffe, ihr konntet die ein oder andere Idee umsetzen. Und wenn ihr noch nichts fürs Fenster habt, also dieses hier in wirklich klein, in einem coolen Topf, davon 2 Stück hinzustellen und dann eventuell mit einer Kerze, kann ich mir einfach auch sehr schön vorstellen. Die setze ich natürlich nach innen, also nach, auf der Hinterseite. Dann kann auch nichts abfackeln, sage ich mal. Und für uns kann jetzt der erste Advent kommen. Ich freue mich drauf, einfach nachher einen Glühwein zu trinken und bedanke mich für die schöne Adventszeit. Komm, Kerzchen, brenn, so viel Zeit muss sein. Euch allen einen wunderschönen Advent und bis bald. Ciao! Dong, ding, dong, they're saying it's that time of year. For dreams of snow and stolen kisses neath the mistletoe. For kids from 1 to 96 with eyes and hearts aglow. Ding dong, bells they chime, for now it's Christmas time. Yuletide carol choirs, angels in the snow. Chestnuts, open fires, lights from long ago. Jetzt wird alles noch schön eindekoriert. Ja, wenn ihr noch Lust und Zeit habt für weitere Videos, klickt gerne hier unten. Und wer noch kein Abo hat, Inspiration braucht für Außendekoration, Innendekoration, jetzt gerade zur Weihnachtszeit, dann seid ihr richtig beim Channel. Klickt einfach hier oben auf Abonnieren.